Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen News-Update zum Spiel Farm Together 2. Heute gibt es, ja, drei größere Neuigkeiten, über die ich kurz berichten möchte. Zum einen, wenn ihr auf die Feldfrüchte geht, dann wird euch auffallen, dass wir etwas Neues dabei haben. Und zwar ist das Jersey Giant Spargel. Davon gibt es insgesamt drei Variationen. Die erste Variation kostet 8700 Geld, gibt 8 XP pro Feld und ihr könnt die kompletten Jahreszeiten nutzen, um den Spargel anzubauen. Es dauert 2 Stunden. Beziehungsweise wie immer die Hälfte natürlich, wenn das Feld durchgehend bewässert ist, bis das Ganze erntereif ist. Und jetzt auf Stufe 1 erhaltet ihr 9060 Geld und das Gemüsezeichen. Ach ja, und 45 XP. Die weitere Variante davon ist einmal das hier. Dafür müsst ihr die erste Variante, den Jersey Giant Spargel, auf Level 20 haben. Und bei der dritten Variante müsst ihr die erste Variante auf Level 40 haben und die zweite Variante auf Level 20. Des Weiteren seht ihr hier schon ein Ausrufezeichen. Und zwar wurde die Petersilie eingeführt. Die ist leider verdammt teuer, nämlich kostet die 17.250 Gold, gibt 17 XP pro Feld und ihr könnt die gerade mal im Frühling anbauen. Hat auch einen ziemlich langen Wachstum und zwar 10 Stunden, wie immer die Hälfte, wenn bewässert vollständig. Und gibt euch einen Ertrag von gerade mal 18.150. Ihr erhaltet dadurch Gewürze und nochmal 120 XP pro Feld. Die zweite Variante davon, dafür benötigt ihr die Petersilie von der Stufe 1 auf Stufe 20. Und bei der dritten Variante benötigt ihr die erste Petersilie auf Stufe 40 und die zweite Petersilienvariante auf Stufe 20. Für die nächste Neuigkeit oder eigentlich die nächsten zwei Neuigkeiten müssen wir einmal ins Menü gehen und auf Personalisieren klicken. Und zwar gibt es da bei den Gesten eine neue Möglichkeit. Und zwar ist das diese Geste hier, wo man quasi Nein mit anzeigen kann. Des Weiteren müssen wir einmal auf Traktor gehen und da sehen wir schon hier oben, dass es eine neue Variante gibt. Ich drehe die mal ein wenig. Die sieht jetzt ein bisschen stylischer aus und irgendwie auch, ja, ich sag mal ein bisschen mehr Richtung Traktor. Mit meinen Farben finde ich die eigentlich sogar ganz cool. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob ich meine Variante behalte oder vielleicht sogar wirklich die neue nehme. Ich finde, es wirkt jetzt so ein ganz klein wenig Richtung Steampunk, so auch mit den Rohren an der Seite und so. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Des Weiteren könnt ihr dann hier oben nochmal auf Muster klicken. Das ist jetzt die Standardvariante und dann könnt ihr noch andere Muster hier reinmachen. Wie diese Variante mit den Feuerflammen oder die Variante mit den Sternchen, mit Punkten auf dem Traktor drauf oder ja, ich sag mal so eine Art Tigerfell. Ja, das waren dann auch schon alle Neuigkeiten, die ich in den Update-News gefunden habe. Es sind noch ein paar Verbesserungen hier und da, aber keine, die man jetzt hier groß erwähnen müsste. Weil das sind wirklich nur kleinere Verbesserungen, die noch zwischendurch gekommen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Update findet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!